Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jeder Buchliebhaber kennt es. Man kauft das Buch wegen dem Cover. Und so geht es auch mir manchmal und deswegen möchte ich dir einfach hier in diesem Video mal meine Coverkäufe zeigen. Teilweise hatte ich anfangs nicht mal eine Ahnung, um was es in dem Buch überhaupt geht. Ich habe es mir einfach gekauft. Es sollte jetzt vielleicht kein Beispiel an mir genommen werden unbedingt, aber Coverkäufe, glaube ich, hat jeder mal, dass die Cover da einfach stehen und die schreien, kauf mich! Vom Regal runter. Ja, und genau so ging es mir bei den Büchern, die ich dir jetzt zeige, leider auch. Damals wusste ich nicht, dass das Buch der dritte Band einer Reihe ist, und zwar von der Nemeth-Reihe. Und ich fand dieses Cover deswegen toll, weil hier dieser Bild so raus scheint als 3D-Muster. Und deswegen musste ich es mir damals mitnehmen. Und das hier ist der bisher meiner Meinung nach spannendste Fall für Nemeths und Sneya gewesen. Eine kunstvoll drapierte Leiche wird nämlich gefunden und zeitgleich bricht auch noch jemand aus der Psychiatrie aus, wo er eigentlich gar nicht ausbrechen könnte, und es entwickelt sich alles zu einem sehr spannenden Fall und zum wohl einen der persönlichsten Fälle für Sneya auch. Habe ich eine Ahnung vom Inhalt von diesem Buch? Nein. Aber dieses Cover hat mir unglaublich gut gefallen. Auch der zweite und dritte Band dieser Reihe haben so ein tolles Cover. Und das Cover ist auch hier so am Buchrücken und an der Rückseite noch so schön. Es geht hier um Flugbegleiterin Olivia. Und sie hatte vor, sich nicht zu verlieben, schon gar nicht in Nicolas. Aber es passiert dann halt trotzdem. Aber es ist wieder mal schwierig zwischen den beiden. Ich finde, wenn das Buch genauso schön ist wie das Cover, dann wird es mir gefallen. Dieses Buch ist ein Buch, das schon seit 2018 auf meinem Sub liegt. Aber ich habe es mir gekauft, weil das Cover so unglaublich interessant aussah. Damals war ich noch nicht auf Bookstagram oder sowas unterwegs und ich habe es nur mitgenommen wegen dem Cover. Finde mich, bevor sie es tun, klingt auch schon interessant. Und dann noch mit diesem Cover, da musste ich dieses Buch einfach kaufen. Und ich kann die hier jetzt einfach mal ein bisschen zoomen. Dann kannst du hier einfach den Klappentext lesen, denn nicht mal den kenne ich. Also ja. Es ist schon ein bisschen verwirrend, was man macht, wenn man ein Buch wegen dem Cover kauft. Bei dem Buch bin ich mir sicher, nicht nur das Cover ist toll, sondern auch der Inhalt. Das war eines der ersten Bücher von dieser Autorin, das mich wirklich richtig gepackt hat. Ich finde einfach, dieses Cover passt unglaublich gut zum Inhalt dieses Buches, wo sich zwei Menschen nach einer langen, langen Zeit wieder treffen und alles einfach ganz anders ist, als es früher war. Nur ihre Gefühle, die sind immer noch gleich geblieben. Und es geht hier auch ziemlich um Mobbing und Co., deswegen ist eine Triggerwarnung für dieses Buch auf jeden Fall auszusprechen. Aber dieses Cover zieht sich auch hier hinten so weiter und das macht es für mich auch einfach so schön. Und weil ich schon bei dieser Autorin bin, noch ein Buch von dieser Autorin, was ich unglaublich schön vom Cover her fand, war Wie die Ruhe vor dem Sturm. Brittany C. Sherry macht einfach immer so schöne Covers, beziehungsweise der Verlag macht sich da echt viele Gedanken um die Cover. Denn auch hier zieht sich das Cover dann hinten hin und es ist einfach richtig toll. Und hier geht es um Gray und um Eleanor. Und Eleanor und Gray kennen sich schon von damals. Doch sie ahnt nicht, dass er jetzt ein gebrochener Mann ist, denn sie bewirbt sich als Nanny und steht plötzlich vor seiner Haustür. Er hat jetzt mittlerweile nämlich Kinder und eine verstorbene Frau und es ist richtig gut gewesen. Auch die Folgeteile davon waren richtig toll. Um zu verstehen, warum ich dieses Cover so toll fand, muss ich noch die anderen dazulegen. Denn aus diesem Cover wird einfach mal ein Unendlichkeitszeichen. Was ich unglaublich faszinierend fand. Und nur wenn man alle drei hat, merkt man das Ganze. Ich fand die Reihe an sich aber auch richtig toll. Es war das erste Buch von Katinka Engel, was ich gelesen habe. Es ist eine richtig tolle New Adult Reihe, die ich echt extrem empfehlen kann. Nicht nur wegen der schönen Aufmachung und der guten Idee. Im ersten Band geht es um Damsin und Rice. Und Damsin ist eigentlich von der Liebe enttäuscht und zieht jetzt in eine neue Stadt. Möchte dort neu anfangen, trifft dann auf Rice. Und Rice ist ein sehr sympathischer Kerl. Sie weiß allerdings nicht, dass er bisher im Gefängnis saß und somit jetzt in diese richtige Welt reingeworfen wurde. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig mit den beiden. Im zweiten Band machen Zelda und Malik weiter. Zelda ist aus einem wohlhabenden Haus, aber möchte das eigentlich gar nicht so preisgeben, denn sie ist eigentlich ein ganz normales Mädchen und hat mit ihren Eltern auch gebrochen. Und dann lernt sie Malik kennen und seine Herkunft sorgt schon gleich für Zündstoff in ihrer Familie, aber davon wollen sie sich nicht abbringen lassen. Und
Und die beiden Figuren haben natürlich auch was mit den ersten beiden zu tun. Und dann gibt es noch den dritten Band. Und dort geht es um Amy, sie ist die Sozialarbeiterin von Rice. Und sie hat jetzt eigentlich bisher nur ihren Job im Kopf und keinen Mann. Doch dann trifft sie auf Sam. Sam ist der beste Freund von Tamsin. Und ja, deswegen schließt sich hier die Reihe so ein bisschen ab. Eines der letzten Coverkäufe, die ich getätigt hatte, ist dieses Buch hier gewesen. Und ich leuchtete mit den Wolken Love is Love. Das ist eine gleichgeschlechtliche Beziehung immer in diesen Bänden. Es gibt davon dann drei. Und das ist etwas, was ich auch interessant finde. Hier geht es um ein lesbisches Paar. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe das Cover einfach gefeiert. Ich finde es echt interessant, mal so eine Reihe dann zu lesen. Mittlerweile habe ich auch den zweiten Band und der hat auch so ein schönes Cover. Und zwar so sieht das aus. Wobei ich das Cover von dem sogar noch schöner finde als von dem. Im zweiten Band geht es auf jeden Fall um ein schwules Pärchen. Und ich bin super gespannt. Ich glaube, ich warte aber, bis der dritte Band auch draußen ist und lese die Reihe dann einfach so. Bei diesem Buch muss ich leider feststellen, dass nur das Cover schön war und nicht der Inhalt, weil das Cover hat mich einfach fasziniert. Es passt auch sehr, sehr gut zum Inhalt. Es geht darin um Heaven und sie lebt einfach ganz abgeschieden mit ihrem Vater in einem Wald und hat dort einen Nationalpark zu führen, der Vater, und plötzlich lernt sie dann zwei Jungen kennen und ja, in einen verliebt sie sich ein bisschen, aber die zwei Welten sind so ganz verschieden und dieses Buch hat mich enttäuscht, nur nicht vom Cover. Auch an diesem Cover bin ich nicht vorbeigekommen. Ich meine, es ist auch richtig schön, da gibt es dann auch noch einen zweiten Teil, der genauso ein schönes Cover hat, aber das war wirklich ein richtiger Coverkauf und ich habe nicht mal eine Ahnung, um was es in diesem Buch geht, weil ich nämlich das noch gar nicht gelesen habe. Aber du kannst dir es gerne mal stoppen und hier auch mal kurz lesen. Was mich auch interessiert hat, waren die 20 Handletterings, die illustriert sind. Weil die sind auch im ganzen Buch verteilt und auch so richtig schön. Mein Coverkauf von 2020, Anfang 2020, war das hier. Und bis dato habe ich es noch nicht gelesen, weil ich mittlerweile so viele negative Rezensionen darüber gelesen habe, dass ich keine Lust mehr drauf hatte. Aber schon allein wegen diesem Cover hat es sich doch irgendwie schon gelohnt, das Buch im Regal stehen zu haben und nicht nur als E-Book. Denn auch hier zieht sich das Ganze nämlich ein bisschen weiter. Und auch hier habe ich nicht mal eine Ahnung, um was es geht. Aber ich zoome einfach mal, dann kannst du auch hier mal wieder den Klappentext lesen. Und ich hoffe, ich werde es irgendwann mal lesen. Ich glaube sogar, da gibt es noch ein Band oder zumindest noch ein Buch von dieser Autorin. Ich weiß aber nicht, ob es dann da dazugehört. Ja, und das war das Video. Vielleicht kennst du ja einige meiner Coverkäufe auch. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne eine positive Bewertung. Schreib mir auch gerne einen Kommentar. Hier oben kannst du mich kostenlos mit einem Klick abonnieren. Und hier drüben verlinke ich dir nochmal zwei Videos, wo du auch super gerne vorbeigucken kannst. Und nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, hau raus, mach es gut, ciao.